Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute ist es wieder soweit. Ich stelle euch wie jedes Jahr ganz viele Produkte vor, die ihr eben zum selber befüllen für euren Adventskalender verwenden könnt. In diesem Video geht es hauptsächlich um Ideen und Produkte für Frauen. Also wenn ihr für eure Mama, eure Tochter, eure Freundin oder eure Partnerin einen Adventskalender basteln wollt, gebe ich euch in diesem Video ganz viele tolle Ideen, was ihr eben in dem Adventskalender verstecken könnt. Und das Beste ist, dass jedes Produkt unter 1,50 Euro liegt. Also ich habe extra darauf geachtet, dass die Produkte nicht zu teuer sind, weil ich weiß, wenn man 24 Kleinigkeiten braucht, kann das schon wirklich ins Geld gehen. Deswegen habe ich euch viele preiswerte Produkte rausgesucht, die aber wirklich richtig toll sind. Die Produkte gibt es alle bei DM zu kaufen, weil ich finde, wenn man in einem Laden schon die meisten Dinge bekommt, ist das Ganze einfach stressfreier, weil ich meine, man braucht ja wirklich 24 Kleinigkeiten. Das gleiche Video werde ich auch für Männer machen, also da kommt demnächst auch ein Video von mir online, in dem ich euch ganz viele Geschenk- und Adventskalender-Ideen raussuche für Männer. Also wenn euch generell Weihnachten gefällt oder Adventskalender-Videos, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Ja, dann würde ich sagen, wir starten direkt mit meinem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Vorweg auch ein Tipp von mir. Bei DM gibt es ja auch immer ein Regal voller Kleinigkeiten, Miniaturgrößen und Reisegrößen. Da gibt es auch eine super große Auswahl eben an verschiedenen Produkten. Da könnt ihr auf jeden Fall auch mal schauen. Ja, wir starten jetzt mal mit dieser tollen Winterdusche. Passt sie nicht perfekt für einen Adventskalender? Wie süß sieht die aus und außerdem duftet die nach Winterträumen. Von Balea findet ihr zum Beispiel auch immer richtig coole Badetabs. Die finde ich auch sehr cool, vor allem jetzt auch in der Jahreszeit. Da badet man einfach öfters. Weiter geht es mit diesem Haarkurkissen. Gibt es auch in verschiedenen Richtungen. Ich habe hier mal das Weiße rausgesucht. Das ist mit Arganöl. Weiter geht es mit diesem Badesalz. Das heißt für dich, also auch sehr passend. Da drauf steht auch, du bist wundervoll, vergiss das nicht. Also passender geht's ja nicht mehr, oder? Das duftet nach Mandelmilch und auch Blüten. Dann gibt es hier auch was Cooles und zwar ein Badepuder. Das ist mal etwas Außergewöhnliches, wie ich finde. Das duftet nach Tahiti, Gardene, aber auch Hibiskus. Für die Füße habe ich hier Fußbadekristalle gefunden. Das ist mit einem kaltgepressten Avocadoöl. Weiter geht es mit einem Deo-Roller. Ich finde, sowas kann man auch immer gebrauchen. Der ist jetzt mit Glockenblumen, aber auch Hortensienduft. Mit dieser Fußmaske mache ich weiter. Die finde ich super. Die ist mit Babassu, aber auch mit Macadamia-Nussöl und die spendet eben eine sofortige Pflege. Dann habe ich hier neu von Balea diesen richtig süßen Lippenpflegestift entdeckt. Dieser heißt I Like You Cherry Much. Der ist eben mit dem Duft von Kirschen und hat ein leichtes Farbfinish. Creme duschen und Duschgele kann man auch immer gebrauchen. Da habe ich euch jetzt hier mal dieses rausgesucht. Von Balea gibt es da zurzeit ganz viele neue und das ist eins davon. Da drauf steht Take Time to make your soul happy. Ist auch richtig süß vom Design gemacht. Dann habe ich hier auch noch diese Badetabs entdeckt. Die sind in Diamantenform. Also das ist auch was Außergewöhnliches. Das färbt, duftet und pflegt. Ich finde, Augenpads dürfen dann nicht fehlen. Deswegen habe ich euch diese mal rausgesucht. Die sind auch richtig günstig und super. Die hatte ich echt schon öfters. Die sind jetzt mit Hyaluron, Drachenfrucht und mit Vitamin C. Von Alverde gibt es hier so eine Pflanzenölseife. Die ist mit Biolavendel und für normale Haut geeignet. Dann geht es weiter mit dieser süßen Pflegecreme, die heißt Make a Wish. Die duftet nach einem magischen Duft und nach Sternenzauber. Also auch sehr passend wieder so für einen Adventskalender, finde ich. Weil Weihnachten hat auch so eine magische Zeit. Von Balea Professional für die Haare habe ich hier eine Sofortpflegekur entdeckt, die heißt Silberglanz. Das pflegt das Haar und verleiht eben einen strahlenden Glanz und eben eine Kühle. Von BB habe ich diese zarte Creme entdeckt, die pflegt und schützt die Haut. Aus der Reihe Natural Beauty von Balea gibt es verschiedene tolle Duschgele. Ich habe euch jetzt mal dieses hier rausgesucht. Das ist jetzt mit Bio-Mandelöl und auch Kirschblütenextrakt. Weiter geht es mit diesem niedlichen Badesalz von Trackle Moon, das heißt Cookie Kiss. Das ist ein Badeschaum, der nach Weihnachtsbäckerei duften soll. Also wie toll hört sich das bitte an? Dann haben wir hier auch einen weiteren Badeschaum von Dresdner Essenz. Also ich finde so Badezusätze, Badesalze, Schaumbäder passen wirklich richtig toll in so einen Adventskalender. Von Alverde Naturkosmetik habe ich hier eine 5-in-1 Haarmaske rausgesucht. Diese pflegt intensiv und gibt Struktur. Auch eine tolle Idee ist so ein Handpeeling. Von Balea ist das. Das ist mit Wildrosenöl und auch mit Aprikosenkern
Peelinghörnern für ein seidiges und zartes Hautgefühl. Dann habe ich euch hier mein allerliebstes Deo-Spray rausgesucht. Das ist auch von Balea, heißt Golden Moon und das duftet wie das berühmte Alien Parfum. Also der Duft ist wirklich 1A, richtig gut. Von B-Routine habe ich hier auch ein Badesalz rausgesucht. Das muss ich euch auch unbedingt zeigen. Finde ich auch sehr cool. Das heißt Frozen Flowers, also auch sehr winterlich. Von B-Routine gibt es dann hier auch eine wärmende Fußmaske. Also wenn das nicht genial ist, wenn man von dem Weihnachtsmarkt oder von draußen nach Hause kommt, dann finde ich, ist das wirklich toll. Das sorgt eben für wohlige Wärme und die Shea Butter pflegt auch gleichzeitig noch die Füße. Tuchmasken gehen auch immer. Da habe ich euch diese Limited Edition rausgesucht, auch eine weihnachtliche. Die heißt It's Waffle Time. Die ist mit Beerenextrakt und auch Hyaluron. Und dann habe ich euch diese Tuchmaske auch rausgesucht. Die ist mit Kokosmilch und Hyaluron. Mit dieser sanften Waschcreme mache ich weiter. Sowas kann man auch gebrauchen. Die ist mit Vitamin E und auch mit Perlen. Außerdem ist sie auch mit Mandelöl. Nagellackentferner kann man auch immer gebrauchen. Da gibt es auch verschiedene. Ich habe euch jetzt diesmal rausgesucht. In diesem orangenen Ton. Ich finde, das sieht auch sehr schön aus von der Verpackung. Von Balea habe ich dann hier auch noch eine sanfte Reinigungsmilch rausgesucht. Die reinigt und spendet Feuchtigkeit und ist auch mit Mandelmilch. Vitamin C kann man ja im Winter nicht genug haben. Und hier habe ich auch sogar Vitamin C-Konzentrate gefunden. Das ist für die Haut, also generell fürs Gesicht. Das ist ein Vitamin-Power-Produkt. Das gibt einen Glow und auch einen strahlenden Tar. Von Balea habe ich hier auch aus der Winter Wonder Edition diesen tollen Lippenpflegestift entdeckt mit einem Pflegekern in der Mitte. Also sowas liebe ich ja. Und der duftet auch nach Winterträumen. Also perfekt für den Kalender. Von Essence gibt es auch verschiedene Kajalfarben. Das könnte auch was für den Kalender sein. Ich habe jetzt mal braun rausgesucht, gibt es aber auch in schwarz, was immer geht oder auch in anderen Farben. Von Trended Up gibt es verschiedene Lip Liner unter 1,50 €. Auch richtig toll. Gibt es auch eine riesen Farbauswahl. So ein Doppelspitzer kann man auch immer gebrauchen zum Anspitzen von Augenbrauenstiften, von Kajals, von Lip Liner und so weiter. Gibt es auch in diesen verschiedenen Farben. Dann haben wir hier einen Cashew-Riegel von DM Bio. Ich finde Riegel und so Kleinigkeiten zum Essen gehen auch immer. Weiter machen wir mit diesen Pastillen mit Himbeergeschmack. Die gibt es von DM, von der Eigenmarke. Apropos Riegel, ich habe hier noch einen Riegel von Sportness rausgesucht. Der ist so lecker, den liebe ich selber total. Der ist mit Vollkorn, Haferflocken, Cranberries, Himbeeren und auch Blaubeeren. Weiter geht es mit diesem Schokoriegel. Der ist im Himbeer-Joghurt-Geschmack. Dann habe ich von DM Bio diese Dinkel-Doppelkekse entdeckt. Also auch etwas gesünderes. Weiter geht es mit diesen Halsbonbons. Die sind im Mango- und Zitronengras-Geschmack. Die habe ich mir letztens erst selber gekauft. Und ich finde, solche Halsbonbons kann man auch immer um die Jahreszeit eben gebrauchen. Dann habe ich diese zwei weihnachtlichen Schokolollis entdeckt. Das sind ja Weihnachtsmänner. Die gibt es einmal in Vollmilchschokolade, aber auch in weißer Schokolade. Traubenzucker darf auch nicht fehlen. Da habe ich euch diese Packung rausgesucht. Das ist jetzt mit Orangengeschmack und hat 10 Vitamine. Dann mache ich weiter mit diesem Duschpeeling von Balea. Das ist auch aus dieser Limited Edition Make-A-Wish. Für die Haare habe ich hier ein Forming Water entdeckt mit einem Volumeneffekt, das fixiert, ohne zu beschweren. Eine Bodylotion darf natürlich auch nicht fehlen. Da habe ich diese schöne und auch neue Bodylotion entdeckt. Life is a Fairy Tale heißt die von Balea. Die duftet auch nach einem magischen Duft, aber mit Feenstaub. Von Essence gibt es dann auch unter 1,50 € verschiedene Nagelsticker. Ist vielleicht auch eine schöne Idee, wenn sich diejenige gern die Nägel macht. Apropos Nägel, ich habe hier dann auch noch von Trended Up so kleine Nagellacke entdeckt. Vor allem in Gold. Passt jetzt perfekt in die Adventszeit. Da gibt es aber auch ganz normale Farben und ganz viele. Wie süß sind bitte diese Nagelfeilen? Also da muss unbedingt auch eine mit rein. Die ist auch gemacht für so einen Adventskalender. Verschiedene Pinsel von Essence gibt es auch unter 1,50 €. Zum Beispiel diesen hier. Das ist jetzt ein Augenbrauenpinsel und ich finde den sowas von hübsch. Und dann haben wir hier von Garnier Skin Active auch noch ein kleines Micellenreinigungswasser. Das liebe ich. Das benutze ich jeden Tag. Das habe ich jetzt noch nicht online entdeckt und zwar, ist so eine tolle Idee, gibt es von DM Bio auch in dieser Weihnachtsedition ein Punschgewürz. Also das finde ich toll und das werde ich auch meiner Freundin in den Adventskalender packen. Damit kann man eben Punsch und Glühwein aufpimpen. Da ist jetzt zum Beispiel Gewürze,
An Gewürzen ist da enthalten Zimt, Gewürznelken, Piment sowie Orangenschalen. Hier könnt ihr jetzt meine letzten zwei Videos sehen. Ihr dürft mich auch kostenlos abonnieren. Das war's jetzt mit dem Video. Wenn euch dieses gefallen hat, dann gebt doch dem gerne einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.